vielen Dank. Geht das Mikrofon? Ja? Okay. Alles klar. Ich hatte gefragt, ob ich so ein tragbares bekommen kann, weil ich renne immer so ein bisschen rum oder ich bin ein bisschen zerfahren manchmal, wenn ich rede. Oh, sehr gut. Ich dachte mir, ich rede mal so ein bisschen über, was ich so mitbeobachtet habe im Online-Lernen-Bereich in den letzten Jahren und besonders im letzten Jahr, warum es vielleicht doch nicht ganz so weltbewegend ist, wie manche Leute im Moment sagen, aber warum es trotzdem wahnsinnig aufregend ist und was es für Möglichkeiten gibt und vor allen Dingen auch, dass es Möglichkeiten gibt, die eigentlich für jeden umsetzbar sind, also wo jeder mit experimentieren kann. Es ist, man braucht da nicht immer auf die Regierung zu warten oder auf großartige Geldsummen oder so, sondern man kann eigentlich auch im Kleinen schon sehr interessante Sachen machen. Und da wollte ich mal so ein paar Beispiele bringen. Und ich glaube, für mich das Wichtigste ist, so dass so ein bisschen mein Optimismus und meine Begeisterung für diese Szene rüberkommt und fürs Experimentieren. Und ich hoffe, dass vielleicht einige von Ihnen danach auch dann mit uns zusammenarbeiten möchten oder vielleicht ein paar Projekte mit uns starten oder Ideen haben, die man gemeinsam entwickeln kann. Also es ist auf jeden Fall eine Einladung zu einem Gespräch. Aber bevor ich erkläre, warum das Media Lab doch nicht kein Fan von Online-Kursen ist, drei Dinge vorweg. Also erstmal, das Media Lab hat viele Meinungen. Das Media Lab hat nicht nur eine Meinung. Und es gibt Leute mit ganz unterschiedlichen Interessen im Online-Learning-Bereich und ganz unterschiedlichen Projekten. Und von daher ist es eigentlich sehr schwer zu sagen, das Media Lab hat überhaupt irgendeine Meinung zu irgendwas. Dann zweitens haben wir gestern einen Online-Kurs gelauncht. Der ist hier jetzt zum Sign-up geöffnet worden. Es gibt noch kleine Probleme mit den E-Mail-Notifikationen. Ist auch ein Riesenexperiment. Aber ich rede darüber gleich nochmal. Also wir mögen keine Online-Kurse, aber gestern haben wir einen gemacht. Und der dritte Punkt ist nämlich, wie gesagt, ich lebe seit 15 Jahren im Ausland. Ich habe auch in diesem Bereich noch nie in Deutsch gearbeitet. Und ich spreche zwar Deutsch natürlich noch gut, aber ich finde das Fachdeutsch manchmal sehr schwierig. Und meine Schwester sitzt nämlich da hinten in der Ecke. Und wenn ich jetzt gleich hier so rumrade breche, in Englisch und Deutsch halt, dann lacht die und dann wird die auch ganz rot. Und deswegen, ich wollte sie nur warnen, also das wird jetzt gleich so ein bisschen manchmal hin und her gehen und die Präsentation, die Slides sind auch in Englisch und Deutsch und so weiter. Aber ja, also ich komme aus dem Internet im Prinzip. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, so wo sind meine Ideen entstanden über Bildung und Lernen und was habe ich so gemacht, wo sind die ganzen Jahre hin? Da wurde mir klar, dass wirklich das so der Punkt oder das, was das alles zusammenzieht, für mich ist das Internet. Und das Internet jetzt nicht unbedingt als eine technische Sache, sondern als Netzwerk, also im weitesten Sinne, das Menschen und Ressourcen verbindet, aber auch eine Idee ist wirklich, eine Idee zu kollaborieren, eine Idee sich auszutauschen, eine Idee offen zu sein, Gedanken zu haben in einem öffentlichen Raum und miteinander zu entwickeln und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass mehr Menschen mitmachen können. Ich glaube, das ist vielleicht so irgendwie der rote Faden durch viel meiner Arbeit, dass ich immer, ich hatte immer ein Problem damit, wenn Menschen draußen bleiben müssen, aus irgendwelchen Gründen. Und das Internet ist irgendwie so die ultimative Plattform, wo eigentlich fast jeder mitmachen könnte. Ich habe vorhin jemanden gefragt, erinnerst du dich noch, Netscape 1.0, 1994? Na, hat die Dame gesagt, 1994 war ich 9 Jahre alt. Da wurde mir klar, so wie lange ich das jetzt schon mache. Und ich kann mich sogar noch an Mosaik erinnern, was vor Netscape. Wer hier kann sich noch an Mosaik erinnern? Ja. Ah, okay, ich bin nicht alleine, alles klar. das waren so die Anfänge des Internets für mich. Und das hat mich direkt gepackt, als ich das als Netscape 1.0 rauskam und IRC und so, die Nächte da im Computer Lab gesessen und mit irgendwelchen Leuten in Österreich aus irgendwelchem Grund zu der Zeit die ganze Nacht uns unterhalten über Gott und die Welt und die Webseiten angeguckt und View Source und wenn man das da den Text blinken machen konnte, als man das rausgekriegt hat, das war super. Und das war irgendwie so eine ganze Welt, die sich da eröffnete und da waren habe ich so viele Leute kennengelernt virtuell, mit denen ich auch wirklich gut befreundet wurde danach, dass sich da für mich so quasi so eine Welt aufgetan hat. Das Internet hat auch grundlegend unsere Beziehung zu Content und Information verändert und ich benutze immer Wikipedia und dieses Buch Free quasi so als Beispiel. Information, digitale Information will frei sein.
Das ist jetzt kein Werturteil von mir. Ich weiß, hier ist eine große Urheberrechtsdiskussion in Deutschland, sondern ist einfach nur eine technische Realität, dass ich digitale Informationen kopieren kann, ohne dass es was kostet. Und ich kann es auch 1 Million Mal kopieren und 1 Million Menschen zugänglich machen. Und deswegen will diese Information im Prinzip frei sein. Und das hat wichtige Auswirkungen. Da kann man natürlich darüber diskutieren, ob das jetzt immer gut ist oder schlecht, aber es ist eine Tatsache, um die wir irgendwie drumherum bauen müssen. Und dann zweitens, das Internet hat sich jetzt tatsächlich auf die ganze Welt ausgebreitet. Also ich bin vor Anfang, wann war es, 2001 nach Kapstadt gezogen und da hatten wir, da waren diese ganzen dicken Linien noch nicht da. Da war nur die kleine, welche ist es? Die kann man noch nicht mal sehen. Die dünne schwarze, die war da. Und das Internet war irre langsam und es war unheimlich teuer. Und jetzt gibt es schon, wann war das, 2012, gibt es diese ganzen Leitungen schon bis nach Südafrika. Und es gibt auch noch mehr, die sind geplant und ins Land rein auch. Also das Ganze, die Welt, es ist immer noch teurer da, es ist immer noch langsamer, aber die Welt wird vernetzt. Irgendwann werden wir alle zumindest technisch die Möglichkeit haben, uns ans Internet anzuschließen. Und das hat ja auch auf den Bildungsbereich dann quasi übergeschwappt. Also ich habe viel Arbeit im Open Courseware-Bereich gemacht. MIT hat ja die Open Courseware Bewegung gestartet 2002 und dann wurde so ein Konsortium gegründet, was Institutionen in der ganzen Welt quasi damit reinholen wollte. Ich habe 2 Projekte dann selber gegründet, 1 in Kapstadt und 1 an der UN-Universität und war auch in diesem Konsortium beteiligt und wir haben über 200 Institutionen dann da reinbekommen aus der ganzen Welt. Leider zu meiner Zeit keine deutsche, was ich sehr schade fand, aber die über 10.000 Kursmaterialien veröffentlicht haben und da war wirklich so quasi so eine Bewegung, die sich da gebildet hat. Dann habe ich bei der Kapstadt Open Education Declaration, das war so eine Art Manifest, das haben wir damals geschrieben, das ist ein Freund von mir, der hat das auch mitgeschrieben, David Wiley, und das war quasi, haben wir so eine Art Statement gemacht, dass wie die Institutionen damit umgehen könnten und haben versucht, diese Ideen weiter zu verbreiten. Und was mir klar wurde, diese ganze Arbeit war immer noch mit Content oder hat sich immer noch mit Content beschäftigt. Und was mir dann langsam klar wurde, ich war nicht der Einzige, das ist vielen Leuten klar geworden, ist, dass dieser Zugang zu den Ressourcen, also zu diesem Content, der in den meisten Fällen ja frei war und man konnte die auch übersetzen und weitergeben, verbunden mit der Möglichkeit, sich mit Millionen von anderen Menschen auf einmal in Verbindung zu setzen, dass das für Bildung und für Lernen natürlich eine super Möglichkeit war. Also diese Idee, dass ich auf einmal, egal an welchem obskuren Thema ich Interesse habe, ich kann immer noch 3 Typen finden, die irgendwo in anderen Ecken der Welt wohnen, die sich auch für dieses Thema interessieren und mit denen kann ich jetzt anfangen, mich auszutauschen. Oder ich kann eine Community von 1 Million Programmierern finden und ich kann denen Fragen stellen und es ist egal, wie obskur meine Frage ist, da ist einer, der weiß die Antwort. Dass das super Möglichkeiten gibt für Bildung, das wurde uns langsam klar, Ende so 2008 rum. Dann haben wir Peer-to-Peer University gegründet, das war wirklich nur am Anfang also eine Idee quasi, ich musste im Internetarchiv nachgucken, um das noch zu finden. Das ist ein Wiki, das hat damals $99 gekostet im Jahr. Da gab es kein Kursmanagementsystem, kein Social Web, kein Twitter, nix. Das war alles nur eine Mailingliste dahinter. Es hat auch die Hälfte nicht funktioniert. Aber wir haben 7 Kurse damals veröffentlicht und die waren alle total über. Ja, wahrscheinlich in einem der 7 Kurse war er drin und die Nachfrage war irre und da haben wir gesagt, okay, das machen wir weiter, wir hatten auch noch kein Funding zu der Zeit, das machen wir weiter und jetzt schauen wir mal, was passiert. Und die Idee quasi, wir haben uns dann auch mit der Pädagogik dahinter natürlich ein bisschen auseinandergesetzt und was ganz interessant ist, es gibt eine riesige Menge von Research, dass Peer Learning eine sehr effektive Art und Weise des Lernens ist und zum Beispiel die Harvard Assessment Studie, also wenn man sich dafür interessiert, kann ich sehr empfehlen, die ist auch sehr zugänglich geschrieben, die hat gezeigt, dass für Harvard-Studenten der wichtigste Indikator für Erfolg im Studium ist, die Fähigkeit, eine Studiengruppe zu finden oder zu gründen. Wichtiger als alles andere, welche Kurse man nimmt, wie hart man arbeitet und insbesondere für Minoritätenstudenten, also und zum Beispiel Frauen in Physik, also so Studiengänge, wo oft gewisse Demografien Probleme haben mit dem Abschluss, aus was für Gründen auch immer, da sind diese Studiengruppen enorm hilfreich und das ist quasi die Idee von Peer-to-Peer University. Und auch, und das ist jetzt ein bisschen vielleicht
weniger wissenschaftlich, wobei, ich komme zu dem Magiepunkt nochmal zurück gleich, da passiert irgendwas Tolles, wenn 8 Leute oder 10 Leute sich jede Woche treffen und mit per E-Mail austauschen und was Gemeinsames lernen wollen. Und da ist eben niemand anders da, der sagt, das machen wir, sondern das sind echt diese 10 Leute. Und wie man lernt sich da kennen auf eine ganz andere Art und Weise, man tauscht sich aus und man lernt genauso viel, man lernt aber auch unheimlich viele andere Sachen, wie zum Beispiel eben Projektarbeit oder sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen. Weil es ist eben, man kann sich nicht auf die anderen Leute, die quasi die Lehrer da verlassen. Okay, dann bin ich dem Herrn hier begegnet über seine Arbeit bei Creative Commons und was ich vielleicht, also ist Joey Ito, die wichtigste Sache, die ich vielleicht von ihm gelernt habe, war, ich habe ein Interview mit ihm gemacht dazu, was mich auch hier an die Gespräche hier ein bisschen erinnert hat. So, wie können wir quasi diese Idee des offenen, also Open Education oder Open Source Software, wie können wir das besser kommunizieren? Wie können wir das mehr Leuten zugänglich machen? Und Joey war Direktor von Creative Commons, war dann Executive Director von Creative Commons, also ist schon seit Ewigkeiten in dieser, Open Source Mensch, Ewigkeiten in dieser Szene, ist auch, hat wirklich sehr respektiert. Und er hat gesagt, für ihn ist das Wichtigste, ist, dass man das macht und dass man quasi diese Begeisterung und die Vorteile, die man da selber draus kommt, dass man die mit anderen Menschen teilt. Wenn man um die Welt fliegt und man sagt, ihr sollt offen sein, öffnet eure Sachen und so, das bringt natürlich auch was und das ist auch wichtig, aber vielleicht das Wichtigste ist, dass wenn man das tatsächlich selber macht und das was bringt und es funktioniert, dass man das auch teilt, dass man das den Leuten mitteilt und dass man das, und ich glaube, er ist ein perfektes Beispiel dafür und auch vielleicht ein perfektes Beispiel für die neue Bildungswelt, über die ich gleich ein bisschen sprechen werde. Ja, also Joey hat einen Kurs bei uns gemacht zu digitalem Journalismus, vielleicht der, technologisch komplizierteste und katastrophalste Kurs, den Peer-to-Peer University jemals gemacht hat. Er hat den angeboten für Studenten in Tokio. Er war aber nie in Tokio selber und er hatte immer Leute eingeladen, die da kommen und da mitmachen, die waren aber auch alle nicht in Tokio. Und dann waren Studenten in Tokio, die aber die Hälfte wussten nicht genau, was dieses Peer-to-Peer-University-Ding soll. Und dann waren da Peer-to-Peer-University-Studenten irgendwo im Rest der Welt. Und ja, es war super. Also war toll. Und Joey ist jetzt letztes Jahr oder vor 2 Jahren zum Media Lab gegangen, ans MIT, was auch eine tolle Geschichte ist, weil Joey jetzt Direktor eines sehr angesehenen Forschungsinstituts ist. Joey hat aber keinen Universitätsabschluss. Also der hat zwar an der Uni mal studiert ein paar Semester, aber der hat nie einen Abschluss gemacht. Und als er da hingegangen ist, hat er gesagt, ich möchte das Media Lab öffnen. Ich möchte, dass das Media Lab, das was hier passiert, mehr Menschen zugänglich gemacht wird, dass quasi die Ideen, die wir hier entwickeln und die Prinzipien, die wir hier haben, dass die offener sind und mehr geteilt werden. Und Online Learning ist ein Weg, wie wir das machen können. Und hat dann gesagt, willst du nicht mal hier hinkommen für ein Jahr und mit uns zusammenarbeiten? Und ich habe natürlich gesagt, super, mache ich gerne. Und jetzt bin ich seit noch nicht mal im halben Jahr da, aber ich habe jetzt schon, wir haben uns jetzt schon geeinigt, ich bleibe länger, weil es mir nämlich sehr gut gefällt. Und okay, das war jetzt so ein bisschen so ein Hintergrund, wahrscheinlich wundern sich alle, was erzählt er so viel über sich. Das war so ein bisschen so ein Hintergrund, wo ich dachte, das ist vielleicht mal wichtig, weil es halt auch schon so eine Geschichte zu dieser Open Education und diesem Open Learning gibt, die man vielleicht so ein bisschen nachvollziehen kann. Und das kommt für mich persönlich ganz klar aus dieser Internetkultur. Also es ist nicht die Publikations-, die Publisher-Kultur, es sind nicht die Autoren, die unbedingt das angefangen haben, sondern es sind die Geeks, die quasi so eine Philosophie des Zusammenarbeiten hatten und die diese Netzwerke gegründet haben. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Philosophie, die vielleicht für das Bildungssystem und das Lernen jetzt ganz gut ist. Okay. Aber wir sind ja jetzt hier und reden über Online-Kurse aus einem speziellen Grund, und das ist der Grund. Auch ein Deutscher übrigens, Sebastian Truhn und Peter Norwig, zwei Professoren in Stanford, die letztes Jahr einen Kurs angeboten haben, Artificial Intelligence, und hatten 160.000 Studenten, die sich da eingeschrieben haben. Die haben das nicht alle fertig gemacht, aber es haben immer noch knapp 25.000 fertig gemacht. Und das war so der quasi, das hat den Stein ins Rollen gebracht. Das nannte sich, und ich renne hier ziemlich schnell durch, wenn da jemand Fragen zu hat, können wir zurückkommen, aber ich gehe davon aus, dass die meisten da zumindest das schon mal so ein bisschen gehört haben. Also diese Kurse heißen MOOCs, Massive Open Online Courses. Open in diesem Falle ist eigentlich nur, dass man da nicht bezahlen muss.
Also dass da jeder sich einschreiben kann. Aber der Content ist bei den meisten nicht offen. Also man kann das nicht weiterverwenden. Die Software ist nicht offen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Google zum Beispiel hat eine Plattform jetzt, die ist Open Source. Aber in der Regel die großen MOOC-Projekte nicht offen. Online und Kurse natürlich. Und diese ersten Experimente, die halt in Stanford gemacht wurden, die haben dann ganz schnell auch größere Projekte quasi initiiert. Die ersten drei sind Udacity, von Sebastian Truhn selber dann gegründet, ist ein Startup mit Millionen Funding. Coursera, auch ein Startup, auch Millionen Funding von zwei seiner Kollegen, Andrew Ng und Daphne Koller, gegründet worden. Coursera hat ein anderes Modell, die arbeiten mit Universitäten zusammen. Also die gehen zu den großen Unis und die sagen, wollt ihr nicht mal ein paar von euren Kursen anbieten online für 100.000 Studenten? Und die Unis sagen dann, ja, das ist super, das machen wir. Und jetzt verhandelt man da Lizenzgebühren und so weiter unter sich. Auf jeden Fall, Courseras Modell ist eher so als Plattform für andere Universitäten. Und dann edX ist eine Initiative vom MIT und von Harvard. Das hieß ursprünglich MITx. Dann ist Harvard da noch mit reingekommen. Beide Universitäten haben unheimlich viel Geld reingesteckt. Das ist so, die Idee ist, dass quasi eine, also es wird so präsentiert als eine offene Alternative. Also Open Source Software ist zwar noch nicht Open Source, soll Open Source werden, offener Content und quasi so eine institutionelle Alternative. Also Coursera und Udacity for Profits haben sich die Institutionen so ein bisschen Sorgen drum gemacht. edX ist Non-Profit, ist quasi von der Universität selber die Antwort. Da können wir auch noch mehr drüber reden, weil das Media Lab zum Beispiel ist jetzt nicht Teil von MITx. Also es sind zwei ganz, MIT ist eine Universität, die viele verschiedene Projekte hat, die zum Teil auch in ganz andere Richtungen laufen. Wie sehen diese Kurse aus? In der Regel, es wird aber auch langsam da drumherum experimentiert, Videopräsentationen, kurze Videos, 10, 20 Minuten, wo irgendein Thema beschrieben wird, dann gibt es ein Quiz, kann man das Quiz machen, um zu gucken, ob man das auch verstanden hat oder zugehört hat. Die Studenten arbeiten in der Regel alleine, gibt es ein paar Ausnahmen, aber in der Regel arbeiten die alleine und wollen auch für sich selber was lernen. Und es gibt so einen fixen Kalenderrhythmus. Also erste Woche, zweite Woche, dritte Woche. Und wenn es vorbei ist, wird es auch zugemacht wieder. Man kann auch die Inhalte gar nicht mehr sehen. Also das ist das generelle Modell. Ja, der Fokus von Anfang an war auf Größe. Das war das Aufregende bei diesen MOOCs. 100.000 Studenten. Coursera hat dann irgendwann eine Pressenachricht geschrieben. Über 1 Million Studenten jetzt für ihre Kurse. Sind natürlich unvorstellbare Zahlen, wenn man so als Universität ist. Also meine Uni in Kapstadt, das war eine recht kleine Uni, 14.000 Studenten. Coursera in einem Kurs 150.000 Studenten. Das ist natürlich, da überlegt man sich so, ja, als Professor, ich kann jetzt hier sitzen und mit 20 Leuten reden oder ich kann meine Zeit damit verbringen, 100.000 Leute zu erreichen. Und das ist natürlich dann auch reizvoll, glaube ich, für viele Professoren und aufregend. Aber ich glaube, das ist Aufregung aus den falschen Gründen. Also die Retention ist auch recht gering, wobei ich der Kritikpunkt, das würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt sagen, sondern einfach als interessanten Kommentar, dass nur zwischen 5% und 15% in der Regel diese Kurse fertig machen. Das sind aber immer noch riesige Anzahlen von Studenten. Leider nicht viel in Deutschland oder zumindest nicht, was ich bis jetzt gesehen habe, also auf der internationalen Szene, aber ich habe heute schon jemanden kennengelernt, die arbeiten an, also es wird aus Deutschland auch solche Kurse jetzt geben demnächst, was super ist. Und die ersten Fragen über Sustainability sind natürlich schon rausgekommen. Venture Capital Funding, die wollen ihr Geld zurück. Wie macht man das Geld? Was Zertifikate, Lizenzierungssachen für die Materialien und so weiter. Aber was ich sehr schade finde ist, und das wurde heute früher schon mal erwähnt, ist, wer nimmt diese Kurse? Also wenn das diese Demokratisierung des Bildungssystems ist oder wäre, dann müssten wir auch Leute erreichen, die eigentlich keine Möglichkeiten haben zur Bildung im Moment. Und das ist jetzt gerade gestern oder vorgestern rausgekommen, ist von einem Kurs bei Coursera, Computational Investing. Der hat einen Survey gemacht am Ende, da haben von den Leuten, die den Kurs fertig gemacht haben, 40% geantwortet, von den Leuten, die angefangen haben, 2,6%, glaube ich. Und er hat halt auch gefragt, was ist euer Bildungsniveau? Ja, ist das mein Telefon? Was ist euer Bildungsniveau? Ja, das hier ist High School.
Das heißt, wir haben hier, was heißt, das ist über 40, unter 40, 90% haben zumindest mal einen Universitätsabschluss und über 10% haben schon einen Doktor. Und so, was ich so erfahren habe von den Leuten, mit denen ich so informell gesprochen habe, ist es in der Regel in den anderen Kursen so ähnlich. Das heißt, die Leute sind schon hochgebildet. Das ist vielleicht noch eine Zusatzqualifikation, die wichtig ist, und es ist auch super, dass es das gibt, aber das wirkliche Demokratisierung von Bildungs, diesen Anspruch, der da am Anfang war, haben wir im Moment noch nicht erreicht. Gut, und jetzt denke ich, macht es auch Sinn, wenn wir über Online-Lernen und so reden, fängt man an, über die Details zu sprechen. Kurse oder keine Kurse, was für Software, offen oder nicht offen, was für Fachbereiche, geht das denn auch für die Geisteswissenschaften etc. Und ich glaube, was oft vergessen wird, ist, dass man sich erstmal darüber unterhält oder vielleicht auch einig oder versteht, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Was wollen wir überhaupt eigentlich von Bildung? Was verstehen wir unter Bildung? Was ist der Sinn von Bildung? Weil das nämlich historisch ja eine immer ganz unterschiedliche Rolle gespielt hat, Bildung. Und ich glaube, im Moment sich das auch ändert auf wichtige Art und Weise. Und das hat Auswirkungen auf die Technologie. Also, ursprünglich hat Bildung ja in der Regel, also das ist zwar ein Schwarz-Weiß-Foto, aber das sieht ja in vielen Schulen immer noch so aus. Und das war auch okay, weil das war ein Bildungssystem, was uns auf diesen Arbeitsplatz vorbereitet hat. Wo wir eben an unserem Tisch sitzen mussten, wir mussten eine spezielle Aufgabe machen, die mussten wir effizient machen und wir brauchten viele Leute, die diese effizienten Aufgaben machen können. Die Arbeit ändert sich aber. Es ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt, nicht alle Arbeitsplätze sehen so aus, aber in der Regel wird doch mehr und mehr Arbeit im Team gemacht, wo man auch mal aufstehen muss, man muss irgendwie an die Wand schreiben, man muss sich unterhalten, man muss nachdenken, man muss neue Ideen entwickeln. Es geht eben nicht nur darum, da zu sitzen und die gleiche Sache immer weiterzumachen und immer effizienter. Und für so einen Arbeitsplatz wäre doch dann so ein Bildungsplatz viel bessere Vorbereitung, wo man quasi Sachen zusammenbaut, wo man mit anderen zusammenarbeitet, wo man experimentiert und dann eben auch in dem Zusammenhang quasi die Hintergründe dann versteht, aber auch anwendet zu Sachen, die einen selber interessieren. Und ich denke, diese Bewegung, die wir da gerade mitmachen oder die das antreibt, ist eine Veränderung von der industriellen zur kreativen Wirtschaft. Und wie genau das jetzt passieren wird und ob das genauso passieren wird, wie manche Leute sagen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin da auch ein bisschen skeptischer als vielleicht viele. Aber eins ist klar, die Sachen, die wir können und die wir können müssen, so das Fachwissen, ändert sich immer schneller. Wenn man heute Informatik studiert, das, was man in dem ersten Jahr lernt an Computersprachen, wird man in seinem Job nie benutzen danach. Und das wird das Leben lang so bleiben. Neue Computersprachen, ich kenne mich nicht in allen Bereichen so gut aus, ich vermute, in manchen Bereichen verändern sich die Dinge langsamer, aber mehr und mehr in den technischen und in den wissenschaftlichen Berufen auf jeden Fall sind die Anforderungen, werden unser Leben lang sich verändern und wir müssen ständig da quasi weiter lernen und uns verändern. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man das tut. Wichtiger als Fachwissen sind die Fähigkeit, mit anderen Leuten zu arbeiten und klar zu kommunizieren. Ich habe gestern, das ist ganz interessant, weil ich habe gestern Abend nämlich noch, konnte ich nicht schlafen wegen dem Jetlag, da habe ich einen Vortrag auf YouTube geguckt mit Tipps zu Präsentationen, wie man gute Präsentationen macht. Und das eine hat er gesagt, was er gesagt, am Anfang soll man keine Witze machen, wo ich nicht so ganz mit übereinstimmte. Aber egal, auf jeden Fall, der hat gesagt, dass das Wichtigste, das, was unseren Erfolg im Leben im Prinzip beeinflussen wird, ist unsere Fähigkeit, unsere Ideen zu artikulieren, sowohl in Sprache als auch schriftlich, und die Qualität unserer Ideen, und zwar in der Reihenfolge. Und da habe ich mal so ein bisschen überlegt, und das stimmt wirklich, oder zumindest in vielen Bereichen. Die Leute, die ihre Ideen klar artikulieren können, sowohl in einem Meeting als auch schriftlich, die haben oft viel größeren Einfluss als die, die vielleicht bessere Ideen haben, die aber leise sind oder das nicht so gut erklären können. Fand ich interessant, dass halt solche Fähigkeiten vielleicht an unseren Universitäten heute überhaupt nicht entwickelt werden. Wenn ich aber jetzt nicht, Peer-to-Peer-University ist jetzt nicht die Alternative zu unseren Universitäten, aber in unseren Kursen zumindest, die Leute müssen sich mehr austauschen, man muss mehr artikulieren und man geht auch aufeinander mehr ein und da wird man solche Fähigkeiten auch entwickeln. Mein Vorredner hat schon über die Vermischung von Play, Learn und Work geredet, da sage ich vielleicht gleich noch was zu. Und eben, dass quasi unsere Hauptfähigkeit in Zukunft das Lernen selber sein wird. Und leider sind MOOCs heute halt immer noch wie das, nur riesengroß. Also da sitzen halt Millionen jetzt, die zugucken. Und
Und wie könnte die Alternative aussehen? Gut, das Media Lab ist ein Institut in Cambridge, was ans MIT angegliedert ist, hat ungefähr 25 Forscher, 150 Studenten circa, 300 Forschungsprojekte, ist fast komplett fremdfinanziert durch die Wirtschaft und macht Sachen, die eigentlich niemand oder der Anspruch ist, Sachen zu machen, die niemand anders macht. Also die sagen, wenn es für dich einen Ort gibt, wo du reinpasst, also eine Fakultät oder eine Firma oder so, dann geh dahin. Und wenn du nichts findest, wo du reinpasst, dann komm hier. Und die messen ihren Erfolg mit drei Kriterien. Und das ist jetzt, das ist offizielle Media Lab Policy. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, was die so sagen, sondern das kommt in allen Präsentationen vor. Uniqueness, Impact und Magic. Und ich finde das super. Uniqueness und Impact, das kann man noch quantifizieren, da kann man noch gucken, wie viele Leute erreichen, gibt's da ähnliche Sachen. Aber Magic ist einfach klasse, weil Magic ist wichtig und wir wissen, wann Magic passiert. Das weiß jeder, wenn man das sieht. Aber man kann es eben nicht messen, aber trotzdem ist das einer von den drei Punkten da im Media Lab. Und was ganz schön ist, ist auch das Gebäude, also ich zeige das vielleicht, also ich habe gleich ein besseres Bild noch. Das Gebäude ist für Serendipity, aber ich, Lisa, wie heißt Serendipity? Was? Zufall. Ja. Glücklicher Zufall, genau. Genau, glückliches Finden. Das Gebäude und die ganze, das Institut ist eigentlich für glückliches Finden gebaut. Die Treppen, die da drin sind, man muss immer Umwege gehen. Die ganzen Labs haben Glasfenster, also man läuft ständig irgendwo vorbei, man guckt da rein und dann sieht man da einen Typen, der mit einer künstlichen Prothese irgendwie die Treppe steigt und zwei Typen, die das mit der Kamera filmen. Und dann sieht man die später beim Kaffee, dann sagt man, was habt ihr da heute Morgen gemacht? Erklären die einem das? Oder da ist auf einmal irre laute Musik in dem Future of the Opera Raum und dann die versuchen da irgendwelche dreidimensionalen Sound-Sachen zu machen und ist alles offen, man kann alles sehen, man kann jeden fragen. Wenn man die Karte hat, um da reinzukommen, die Karte öffnet alle Türen. Also ich kann da am Wochenende in alle Labore reingehen, ich kann alles anfassen. Mache ich natürlich nicht, aber ich könnte. Und diese Idee des Lernens da, und es ist, die sagen nicht interdisziplinär, die sagen antidisziplinär. Also wenn es Disziplinen so weit wie möglich vergessen. Und das Lernen da passiert halt, so passiert das Lernen halt im Media Lab. Es ist ein Studio, die Leute arbeiten an Projekten, in ihren Forschungsprojekten, die ganzen Sachen, mit denen die arbeiten, liegen da rum. Man sieht die Sachen, die nicht geklappt haben, da liegen irgendwelche zerbrochenen Geräte rum. Man kann da reingehen, man hört die miteinander reden, also wenn der Professor zum Beispiel da reinkommt, der sagt, oh, hier das Projekt, und dann diskutieren die da eine Stunde, da kann man auch dahinter stehen und zuhören. Und man kann mitkriegen, worüber sprechen die da. Und es ist eben dieses Atelierleben, Atelierlernen, was, glaube ich, am Media Lab besser als an vielen anderen Sachen wirklich gelebt wird. Und das hat die folgenden Aspekte. Also erstmal ganz aggressives Prototyping. Also am Media Lab, es gibt so den Unterschied zwischen Planen und Bauen. Und am Media Lab wird gebaut. Also bevor man setzt sich natürlich hin, man macht jetzt nicht irgendwie, man schmeißt das Geld nicht aus dem Fenster, aber man baut lieber was, um nachzudenken. Und dann guckt man sich das an und dann probiert man das aus und dann ändert man das. Das erste Mal geht eh immer falsch. Da gibt es ein tolles Beispiel, das Marshmallow-Projekt, habe ich meiner Schwester auch gestern schon erzählt, wo man kriegt 20 Spaghetti, eine Rolle Zwirn, Tape und ein Marshmallow. Und die Aufgabe, man arbeitet in einer Gruppe 18 Minuten lang, die Aufgabe ist, eine Struktur zu bauen und oben den Marshmallow drauf zu stecken und wer die höchste Struktur baut, der gewinnt. Und da gibt es zwei Gruppen von Menschen, die einen sind immer überraschend schlecht und die anderen sind überraschend gut. Die überraschend schlecht sind, sind Business Executives, Leute, die Firmen leiten, Strategien entwickeln und so weiter, sind furchtbar da drin. Und die Leute, die wirklich gut sind, die gerade ihren Abschluss vom Kindergarten gemacht haben. Also die so 5, 6 Jahre alt sind. Und der Grund ist, dass die Kindergartenkinder, die bauen. Die fangen an zu bauen, dann fällt das Ding runter, dann verändern die was. 18 Minuten später haben die da was. Und das ist auch okay, ein paar Versuche. Die Business Executives, die planen. Die setzen sich hin, die zeichnen, die rechnen, die Kosten und so weiter. Das klappt eh nicht und so. Dann fangen die nach 14,5 Minuten an zu bauen. Das erste Mal geht immer schief, fällt hin, wird nichts. Auf jeden Fall, das Media Lab sind die Kindergartenkinder.
Ich glaube, den Rest, da gehe ich mal schneller durch. Es gibt auch eine große Geschichte im Media Lab, was Lernen angeht. Also Seymour Papert zum Beispiel hat da lange Zeit gearbeitet. Das ist eigentlich der Begründer von Technologie und Lernen, speziell für Kinder. Also der hat Logo entwickelt, die Programmiersprache mit der Schildkröte. Und auf der Basis quasi von seiner Arbeit, Mitchell Resnick, das ist der Professor, mit dem ich eigentlich am nächsten zusammenarbeite, der hat eine Gruppe da, die nennt sich Lifelong Kindergarten und ein Projekt, das ist Scratch 2.0. Das ist eine Programmierumgebung für Kinder mit über 10 Millionen Downloads. Also die machen schon wirklich tolle Lernprojekte, nur über das Lernen am Media Lab selber, da wird keine Technologie in dem Sinne eingesetzt. Also es gibt keine Online-Kurse, das Media Lab ist da sehr, sehr zurückhaltend. Und der Grund ist, dass es unheimlich schwer ist, das online zu machen. Ja, denen ist es halt wichtig, dass die Leute, die da hinkommen, nach einem oder zwei Jahren dieses Prinzip des Media Labs verstanden haben und diese Idee des Bauens und so weiter und dann weggehen und das mitnehmen. Und das ist denen wichtiger, als dass 100.000 Leute da Zugang zu haben. Ich, habe ich ja am Anfang gesagt, mich nervt das immer, wenn einige Leute da keinen Zugang haben. Deswegen fände ich es schön, wenn die 150 da in Cambridge, die sollen weiterhin den Luxus da mitmachen können. Aber es wäre doch auch schön, wenn 10.000 oder 50.000 online zumindest so ein bisschen da mitmachen könnten. Vielleicht die Ansätze davon oder mal ausprobieren, so ein paar kleinere Projekte und so weiter. Und ich glaube, das ist möglich. Ich rede viel zu viel. Also, und ich glaube, die Basis davon, um wieder quasi an den Anfang zurückzukommen, ist, dass wir das Internet als das Baugerüst betrachten. Also, wenn das hier der Spielplatz vom Media Lab ist, dann ist das Internet der Spielplatz für das Lernen für alle Menschen. Und diese Trennung zwischen Arbeiten, Lernen und Spielen, die verwischt sich im Internet ja grundsätzlich. Wenn ich abends da sitze und ich verbringe 6 Stunden irgendwie einen Wikipedia-Artikel zu editieren oder mich mit einem darüber zu unterhalten, ob jetzt die römische Wasserleitung, die nach Köln führt, 80 Kilometer oder 82 Kilometer lang ist, ist das dann mein Hobby, ist das dann Spiel, ist das dann Arbeit, ist das Lernen, irgendwie ist das alles wahrscheinlich von den drei zusammen und immer mehr, glaube ich, vermischen sich diese Dinge. Früher hatten wir halt diese ganz klar getrennten Spielplätze. Da mussten wir halt diese Plätze aufbauen, wo halt gespielt wurde. Und heute brauchen wir das nicht mehr machen. Und im Internet, glaube ich, wenn man diese Vermischung hinkriegt, dann, was unterschiedlich ist zum traditionellen Lernen, ist, dass man lernt, sich zu verhalten wie jemand. Auf Englisch learning to be rather than learning about. Also wenn ich zum Beispiel Computerprogrammierer werden möchte, oder ich gebe gleich noch 2 Beispiele, aber diese Idee ist eben, dass vieles in unserem Bildungssystem darauf fokussiert ist, dass wir quasi über etwas lernen. Also wir lernen über Häuser bauen. Aber wir lernen das quasi so, wie so eine Stufe versetzt davon. Und im Internet haben wir die Möglichkeit, oder das ist zumindest meine These, das so zu lernen, als ob wir das wirklich machen gerade. Also, dass es da nicht diese Trennung gibt. Und der andere Punkt im Internet, der ganz wichtig ist und auch für Lernen, denke ich, ganz wichtig ist, ist, dass wir in Interessen und Neugierde investieren. Dass wir mehr Leuten helfen, ihre eigenen Interessen und ihre eigenen Leidenschaften zu finden und denen dann quasi das Lernen darum zusammenbauen, anstelle, erst müssen sie 4 Jahre oder 6 Jahre durch so eine Lernerfahrung durch und dann irgendwann nach 3 Jahren wird ihnen klar, dass es vielleicht doch nicht das ist, für das sie diese Leidenschaft haben, die sie dachten, sie hätten. Und ich denke, das Internet gibt uns die Möglichkeit, weil wir eben Leute finden können, egal wofür wir uns interessieren, können wir Leute finden, die sich für die gleichen Sachen interessieren, dass wir vielleicht diesen Bildungsansatz da mal umdrehen können und mit den Interessen und der Neugierde anfangen. Mal 2 Beispiele. Open Source Software ist immer das Beispiel leider, aber es ist auch ein super Beispiel. Wenn ich Software Developer werden möchte heute, ist der beste Trainingsplatz, den ich habe, ist die Open Source Online Entwicklergemeinde. Da kann ich zu Stack Overflow gehen und ich kann Fragen stellen.
kann ich zu GitHub gehen, ich kann mir den ganzen Code angucken, den die Leute schreiben, ich kann mir die Kommentare angucken, die die hinterlassen haben, dann kann ich sehen, wo Probleme entstehen, dann kann ich schon mal einen Bug-Report reinschreiben, ich kann sagen, hier habe ich was gefunden, das funktioniert nicht, kriege ich vielleicht eine Antwort von dem, der den Code geschrieben hat, der erklärt mir dann, warum der das so geschrieben hat, dann fange ich an, selber ein bisschen Code zu schreiben, den tue ich dann da rein. Von Anfang an bin ich Softwareentwickler. Ich bin zwar am Anfang ein Kleiner oder ein Unerfahrener oder ein Amateur, aber ich bin von Anfang an Softwareentwickler. Ich muss nicht erst 4 Jahre lang studieren, bevor ich da mitreden darf. Und die Leute, die heute die besten Entwickler sind, wenn wir Entwickler einstellen zum Beispiel, mir ist es völlig egal, ob die einen Universitätsabschluss haben. Da gucke ich noch nicht mal nach. Wir hatten einen, der hat sich dafür entschuldigt. Der hat gesagt, ach übrigens, in meinem Lebenslauf habt ihr vielleicht gemerkt, ich habe keinen Uni-Abschluss. Da hat unser Entwickler zurückgeschrieben, ja, das ist uns aufgefallen, es ist positiv, dass du diese ganze Arbeitserfahrung hast als Entwickler, die wir da sehen. Und das ist uns völlig egal, ob du einen Universitätsabschluss hast. Wir gucken an die Projekte, die gemacht haben. Mit wem haben die zusammengearbeitet? Und notfalls fragen wir halt mal jemanden, okay, wie war das mit dem Zusammenarbeiten? Und dann sprechen wir mit den Leuten. Aber diese Abschlüsse sind quasi, ich muss da vorsichtig sein, die Abschlüsse sind sehr, sehr wichtig, aber die erfüllen eine andere Rolle in Zukunft, denke ich. Eher als eine Zusammenfassung einer großen Erfahrung, die auch sehr wichtig ist, aber die Sachen, die da drin stecken, die kann man ja nicht sehen und mehr fragen die Leute eben nach den Details. Ein anderes Beispiel über dieses Leben, Arbeiten, Vermischen und dass man quasi von Anfang an der sein kann, der man sein möchte. John Seely Brown ist vielleicht einigen bekannt, ist ein sehr interessanter Denker so über Lernen und Bildung und solche Sachen. Der hat mir erzählt, sein Neffe, der interessiert sich für Pinguine. Er hatte immer schon ein wahnsinniges Interesse an Pinguinen. Und der hat dann im Internet da rumgegoogelt, der hatte so ein paar Fragen, hat er so eine Gruppe gefunden, so eine Mailingliste, die sich mit Pinguinen beschäftigen. Dann hat er da mal eine Frage hingeschickt und die hat auch gesehen, was die da besprechen und der hatte auch schon viel sich dazu angelesen, hat auch mal geantwortet und so weiter. Ja, und hat der John Seely Brown den gefragt, ja, hör mal, was ist das für eine Gruppe, wo du da mitmachst? Und dann meinte er so, ja, ich weiß das auch nicht so genau, aber ich glaube, der Typ, der das leitet, der heißt John Hopkins, der ist irgendwie in Baltimore oder so ähnlich. Ja, und dann hat John Seely Brown halt dann nochmal nachgefragt und hat dann rausgefunden, ja, der Neffe ist jetzt auf so einer Forscher-Mailingliste von der Johns Hopkins Universität in Baltimore und der Neffe ist 9 Jahre alt. Der macht da mit. Die anderen wissen das auch nicht, dass der 9 Jahre alt ist. Der schreibt dann seine E-Mails immer ganz vorsichtig und dann guckt die Mutter da nochmal drüber, dann schickt er die ab. Aber der ist jetzt Pinguinforscher. Und das finde ich ist super. Ich finde, das sind so die Sachen, also hat jemand ein Interesse, dem muss man helfen, dem muss man mit den anderen Leuten zusammenbringen. Warum kann man nicht mit 9 Jahren Pinguinforscher sein? Und genau, das sind eigentlich noch vielleicht noch so ein paar Ideen, aber ich glaube, wir kommen mal ans Ende. Letzten Punkt, den ich machen möchte, ist, dass es Zeit zum Experimentieren ist. Das Interessanteste vielleicht, was das Internet uns gibt im Rahmen der Innovation, ist, dass wir jetzt Sachen machen können für viel weniger Geld. Wir müssen keine Fabrik bauen, wir müssen nicht 500 Leute einstellen, wir brauchen keine Millionen Funding. Wir können mit unseren Kumpels am Wochenende da mal die Nächte durchsitzen. Wir brauchen auch keine Software schreiben können. Wir können Softwareprojekte verwenden von anderen Leuten. Es gibt unheimlich viel gute Open-Source-Software. Es gibt unheimlich viel gute Software-Services, die frei sind. Und mit einer guten Idee und ein bisschen Elan kann man so viel ausprobieren. Und nur 3 Beispiele dafür, die vielleicht jetzt die wir in den letzten Monaten gemacht haben, die ganz interessant waren. Diese ganzen MOOCs kamen raus und es hat so ein paar Leute in der Open-Courseware-Szene vielleicht auch ein bisschen genervt, dass da immer neue Software geschrieben wurde, mit unheimlichen Summen Geld auch, dass da neue Kursmaterialien entwickelt wurden. Also Coursera zum Beispiel, man schätzt einen Kurs auf Coursera, so ein kompletter Kurs, $250.000 Investment. Das ist ohne die Software-Plattform. Das ist natürlich für jetzt jemanden, der so einen Kurs machen möchte online, unerschwinglich. Dann könnten wir das ja nie machen. Aber das muss nicht sein. Wir haben Open Source eine kleine Anwendung zusammengehackt, die quasi so eine Art Sign-up-Form ist, wo Leute sich einschreiben können. Wir fragen denen ein paar Fragen, dann packen wir die in Gruppen. Dann haben wir ein paar E-Mails vorgeschrieben, die nur zu Materialien schicken, die schon existieren im Internet. Also Code Academy hat super Tutorien für Python programmieren. MIT Open Courseware hat ein super Textbuch zu Python.
Open Study ist so eine Frage- und Antwortgemeinde. Die haben eine Gruppe dann eingerichtet für diesen Kurs. Da waren ein paar hundert Leute drin sofort. Also wir haben nur Sachen verwendet, die andere Leute schon gemacht hatten, nichts Neues entwickeln, nur so ein paar E-Mails geschrieben, Sign up und so weiter. Das hat nichts gekostet, wir hatten kein Funding hierfür, das war ein Wochenendprojekt. Wir haben jetzt 3 Runden schon gemacht, fast 10.000 Leute haben da mittlerweile mitgemacht, fast kein Content, das habe ich alles schon erzählt. Aber das vielleicht Interessanteste ist, dass dieser MOOC ist komplett sustainable, weil der nichts kostet. Das Hosting, wo diese Plattform drauf läuft, nennt sich Heroku und bis zu einer gewissen Summe von Benutzern ist das umsonst. Und diese Summe Benutzer, da sind wir noch weit weg von. Also Hosting ist frei. Die E-Mails zu verschicken kostet ein bisschen Geld. Aber in der 8. Woche oder so ist eine E-Mail, da steht drin, hey, wollt ihr uns ein bisschen Geld spenden? Und Spenden übrigens ist keine Sustainability-Strategie für Open-Education-Projekte. Da kriegen wir vielleicht, was weiß ich, $100 oder so. Also da spenden irgendwie 4-5 Leute $20 jeder. Aber das Cover, das ist, diese E-Mail zu verschicken, kostet nicht mehr. Das heißt, dieses Ding kann jetzt laufen bis in alle Ewigkeit. Ich habe damit nichts mehr zu tun, keine Kosten, es läuft automatisch. Und so kann man einen MOOC auch bauen, ohne eine 250.000 oder eine Million, was weiß ich, wie viele Millionen Venture Capital die haben. Zweiter Kurs, dann haben wir die gleiche Software genommen und quasi ein bisschen weiterentwickelt. Da war so eine Sache, die fehlte da, die hat viele Leute genervt. Mit dem Media Lab, das hat diesen Kurs, Learning Creative Learning, jedes Jahr. Das ist ein super Kurs von Mitch Resnick. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen da keinen neuen Content, wir machen einfach nur quasi die Türen auf. Also wenn der macht immer so eine Panel-Diskussion einmal in der Woche, dann machen wir halt da eine Kamera mit ins Zimmer. Der Sound wird nicht super, die Qualität wird nicht super, da wird auch nichts geeditet, gibt keine Slideshows, aber die Leute, die da mitgucken wollen, können da mitgucken. Die können auch vorher Fragen stellen. Und die sieht er dann, diese Liste der Fragen, kann er sich überlegen, ob er darauf eingeht oder nicht. Die Materialien, die er verwendet, sind alle offen zugänglich. Da ist so eine Syllabus, da kann jeder durcharbeiten. Und die anderen Tools, die wir benutzen, ist alles Google+. Google+ Communities, Google+ Hangouts on Air, sodass wir das auch auf YouTube hosten können, kostet uns nichts, und Google Moderator. Das heißt, das ist ein Modell, ich muss gucken, dass ich rede immer die ganzen Sachen, die ich, das ist ein Modell, das kann jeder machen, das kostet so gut wie nichts. Unsere Software ist Open Source, auf GitHub kann jeder haben, helfen wir auch gerne, wenn jemand das benutzen möchte, falls da Fragen sind. Die Google Tools sind frei, Open Content ist draußen. Gestern haben wir es gelauncht, ich habe gestern Abend mal geguckt, waren schon 500 Leute drin. Also man kann da mit ganz geringen Mitteln und irgendwie ein bisschen Initiative tolle Sachen machen. Letztes Beispiel, Principles of Online Learners, da war ich im Dezember bei so einer Veranstaltung von dem Sebastian Truhn in Stanford, waren 12 Leute, die haben so ein Dokument geschrieben. Es wurde dann total grandios, die Learners Bill of Rights und so weiter, die Amerikaner hatten damals natürlich auch dann die amerikanische Bill of Rights ich fand das nicht so richtig gut, was da am Ende rauskam, aber also der Ansatz war gut, aber wenn man so in einer Gruppe mit 12 Leuten was schreibt, ist das immer schwer, dass da was rauskommt, was irgendwie wirklich noch provokativ, aber nicht zu provokant, aber nicht zu provokant und so weiter ist. Und als das dann veröffentlicht wurde, kam auch direkt ziemlich viel negative Antwort von Leuten, die eben nicht da waren. Also da waren ja nur 12 Leute, da waren also fast niemand da. Und dann haben wir es einfach bei Google einen Google Doc gemacht, haben gesagt, ja, jeder, der hier mit editieren will, schreibt uns eine E-Mail, dann schreiben wir euch da rein. Also gab es keine Aufnahmeprüfung, wir wollten nur keine Spammer da drin haben. Am nächsten Tag haben da 50 Leute drin kommentiert und diskutiert und was könnte man besser machen und so weiter. Und ja, das hat, also ich, gut, die E-Mails kommen jetzt rein, jetzt im Moment kann ich da natürlich nicht, beantworte ich da nichts. Andere Leute beantworten die wahrscheinlich, aber das passiert da einfach. Hat nichts gekostet, außer ein paar Stunden Arbeit und irgendwie vielleicht eine Idee. Und ich glaube, das ist auch so, vielleicht, ich hoffe, das ist jetzt so ein bisschen rübergekommen, diese zwei Sachen, die ich am Anfang erwähnt habe. Einmal meine Begeisterung für dieses offene Lernen. Ich glaube wirklich, dass das Möglichkeiten uns gibt, bessere Lernmöglichkeiten für mehr Menschen zu schaffen, die auf Interessen und auf Neugierde aufbauen. Und zweitens quasi so eine Experimentiereinstellung. Die Software, da gibt es so viel gute Software, so viel guten Content draußen, kann jeder mitmachen, ob man jetzt Professor ist oder Student oder eine Firma hat. Es gibt so viele Möglichkeiten, da interessante Projekte zu starten. Und ich hoffe echt, dass vielleicht der ein oder andere da eine Idee hat und kann mich auch gerne dran ansprechen. Und ich hoffe, dass da was bei rauskommt. Das ist meine E-Mail-Adresse.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, Philipp Schmidt, ganz, ganz herzlichen Dank. Als Moderator soll man nie von Gefühlen sprechen, nicht von den eigenen, aber ich muss sagen, ich bin begeistert und ich bin heilfroh, dass Sie jetzt am Ende sind, weil ich wurde zunehmend neidisch. Das alles will ich auch haben. Und ich sah, Frau Schillernick ist im Publikum, die Vizepräsidentin des Berliner Abgeordnetenhauses. Vielleicht können Sie uns helfen. Ich würde mit sofortiger Wirkung gerne den Antrag stellen, unmittelbare Kopie des MIT Media Lab in Berlin. In den nächsten 7 Tagen, bitte. Ja, 14 Tage. Herr Schmidt, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, deswegen sofort das Publikum. Welche Fragen haben Sie? Ich muss erstmal abarbeiten, das war so viel. Bitte sehr. Warten Sie kurz aufs Mikrofon, dann kann auch der Stream hören, was Sie sagen. Ich frage mal kurz in die Regie sozusagen. Christine, fangen wir Punkt halt mit dem Podium an, dann weiß ich, wie schnell ich hier sein muss. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Okay, ein Stündchen haben wir also. Ich versuche mich kurz zu fassen. Bin ich überhaupt schon? Sie sind besten zu hören. Okay, also erst nochmal ein herzliches Dank für den inspirierenden Vortrag. Und das ist jetzt nicht einfach eine leere Floskel, sondern ich habe es wirklich so empfunden. Was mich wundert, Sie wollten was sagen, warum das MIT scheinbar sehr skeptisch ist gegenüber den MOOCs. Habe ich nicht so rausgehört. Eine andere Frage wäre, letztendlich geht es um die Methode des Lernens. Letztendlich dieses kollaborative Lernen, Zusammenlernen, selber was machen, projektbezogenes Lernen. Ist das nicht eine Sache, die man viel eher auch ins Real Life übertragen sollte, anstatt zu sagen, das kann man nur im Internet machen? Nochmal, die man es wohin übertragen sollte? Ins reelle Leben, ins ja, ja. Präsenzlernen, sag ich mal. Schule, Universität. Ja, okay. Der erste Punkt, warum das Media Lab da kritisch ist, ist eigentlich dieses Foto von dem, also bin ich natürlich recht schnell drüber gerast, ist dieses Foto von der Schulklasse und dieser Ansatz, dass die meisten MOOCs eben im Moment eher so eine, wir schicken das Wissen raus an die Menschen und die arbeiten da alleine dran und gucken halt durch so Quizze, ob sie das irgendwie für sich verstanden haben. Aber da ist nicht viel da ist nicht viel Möglichkeit, das selber zu gestalten drin. Da ist nicht viel Kommunikation zwischen den Menschen oder zwischen den Studenten in diesen Kursen. Und da ist auch nicht viel Ansatz, dass die Leute Sachen bauen oder entwickeln, die vielleicht, wo ein interessantes Problem gestellt wird, aber die Lösung, wo es ganz viele Lösungen zu gäbe. Was ich ganz, und also das demgegenüber ist das Media Lab kritisch. Und die Idee eben, dass man auch so Content haben könnte, dass der für jeden der richtige, also dass man einen Kurs macht und dass der dann der richtige ist für 100.000 Leute, ist total der Gegensatz, das Gegenteil vom Media Lab, wo halt jeder reinkommt und dann erstmal die ersten paar Monate wirklich nur darüber nachdenkt, woran habe ich Interesse, was ist mein, und jeder will auch, und das ist auch vielleicht sogar ein Druck, halt anders zu sein da, der da ganz eigenartig ist, aber halt wirklich dieses individuelle Lernen wird da zelebriert. Und die MOOCs werden also als Gegenteil gesehen. Was ich ganz interessant finde zu dem zweiten Punkt, stimme ich absolut mit überein. Wir machen jetzt einen Kurs mit zwei Coworking Spaces, einem in New York und einem in Philadelphia, wo die Idee ist, dass die Gruppen in diesem Ort einmal in der Woche oder zweimal in der Woche sich treffen, in der Gruppe arbeiten, dass es aber dann noch diese Online-Community gibt, wo diese Gruppen sich untereinander austauschen können. Weil stimme ich absolut mit überein, was man so im direkten zwischenmenschlichen Austausch, die Qualität des zwischenmenschlichen Austauschs jetzt hier ist ganz anders als online. In vielen Punkten besser, nicht immer besser, aber auf jeden Fall ganz anders. Und ich finde, das Internet kann das unterstützen, dass das mehr passiert, anstelle das zu ersetzen. Ach so, einen letzten Punkt noch zu den MOOCs. Die interessanten Sachen, die da bei den MOOCs passiert sind, ist nämlich genau dieses, dass die Leute angefangen haben, sich solche lokalen Study Groups zu formen. Also dass zum Beispiel in Cambridge gibt es ja unheimlich viele Computerentwickler, die haben dann diese Coursera MOOCs oder den Udacity MOOC genommen, haben sich dann aber in Cambridge selber einmal in der Woche getroffen und haben quasi so ihren eigenen Zirkel gemacht. Und das finde ich interessant. Ja, klar. Ja. Glaube ich auf jeden Fall. Also man kann es nicht ersetzen oder man kann es nicht genauso nachbilden, aber man kann, ich glaube, Videokonferenz ist ganz wichtig. Was wir gesehen haben in den ersten Peer-to-Peer-University-Kursen ist, dass die sich zumindest ein einziges Mal synchron miteinander auseinander, und das war egal, Chat, Videokonferenz oder Telefon,
dass die viel motivierter waren bis am Ende, also die sind länger zusammengeblieben. Das heißt, da passiert auf jeden Fall, was die Gruppen, da passiert was, was Gruppendynamik angeht, und dann die Projektarbeit wird natürlich auch viel einfacher, wenn man sich mal sieht oder man kann mal Sachen zeigen an der Kamera. Also für den Kurs jetzt Learning Creative Learning werden wir auch den ganzen Gruppen diese ganzen Gruppen anregen, in der zweiten Woche einen Hänger zu machen, nur mit sich. Also machen wir auch nicht mit, das sind ja auch viel zu viele Gruppen, aber quasi, dass die das mal erleben, und die Hoffnung ist natürlich, dass sie das dann weitermachen. Aber ja, sehe ich genauso. John, eine Sekunde, ich darf kurz darauf verweisen, Frau Stelneck twittert gerade, ja, nach diesem Vortrag will ich auch MediaLab für alle. Ist das so eine Art Arbeitsauftrag ans Abgeordnetenhaus, oder? Verstehen wir mal so. Bitte. Ich wollte noch mal auf die Nachhaltigkeit und die unangenehme Finanzierungsfrage. Du hast zum Schluss gesagt, er hat nichts gekostet, nur ein paar Stunden Arbeit. Das kann man natürlich nur sagen, wenn man von irgendwas lebt und die Arbeit letztlich irgendwo anders her bezahlt bekommt. Ist es nicht so ein bisschen Augenwischerei, wenn man sozusagen die Kurse oder das als Nachhaltigkeitsmodell ansieht, wenn das letztlich in irgendeiner Abfallzeit oder da ist irgendwie ein Online-Dienst, und da kann man umsonst mitmachen bis zu einer Benutzerzahl von X, ist es natürlich bei denen in der Marge drin. Die sind aber auch irgendwie finanziert. Genauso wie Google mit seinen Tools von Hangout bis sonst wo. Auch, da steckt natürlich auch das Kapital drin, nur ist ein bisschen weiter weg, man sieht es nicht sofort. Ist das wirklich ein Nachhaltigkeitsmodell oder wie kann das wirklich breit nachhaltig sein? Nicht nur für so einzelne Projekte, die so einen Dienst nutzen. Ja, gute Frage. Gute Frage sagt man übrigens immer, wenn man entweder keine Antwort hat oder wenn man eine Antwort hat, die man für selber brillant hält, weil dann wird die ja noch brillanter, weil das ist eine gute Frage. Aber das ist in diesem Fall keins von beiden leider. Aber zwei Sachen dazu. Einmal nachhaltig als Experiment. Ja, das war ja schon, also ich hatte das schon vielleicht nicht klar genug gemacht, aber für uns war das ein Experiment. Also ich möchte, das ist nicht Peer-to-Peer, ist nicht unser Brot und Butter, oder so werden wir nicht nachhaltig werden als Organisation, aber Experimente kann man so durchführen, ohne dass man da viel Kapital für braucht und auch über längere Zeit laufen lassen. Und da gibt es genug Nischen und da gibt es genug Sachen. Und zum Beispiel in dem Rahmen auch, die Alternative ist, dass die Leute Fernsehen gucken zum Beispiel und dann, also das ist ja Clay Shirkys Argument, dieser kognitive Überfluss, den wir jetzt haben. Wenn man diesen kognitiven Überfluss, der im Moment auf Fernsehgucken verwendet wird, in solche Sachen übersetzt, werden unheimlich viele Sachen nachhaltig. Ja? Gut, dann, man verdient damit kein Geld, aber die existieren dann trotzdem weiter. Jetzt habe ich meinen zweiten Punkt vergessen. Wir machen einfach so, eine zweite Frage ran und Sie überlegen, was vielleicht noch der zweite Teil der Antwort war. Es gibt in der nächsten Reihe, der Herr mit der Brille, eine Frage, und hier vorne dann der Herr hier vorne, und dann gibt es da auch noch eine Frage. Nochmal zum Thema Media Lab. Ich kann die hier anwesen, oder ich möchte gerne nochmal die Einladung hier aussprechen, sich mal vielleicht bei uns oder über uns, die Technologiestiftung Berlin, für einen Besuch in einem Schülerlabor, in einer Lernwerkstatt anzumelden. Wir haben sehr viele solche Modelle, die genau das machen, tun, hands-on für die Schüler, möglichst First-Hand-Erfahrung. Wir versuchen das möglichst breit hier auch für Naturwissenschaft und Technik hier wieder umzusetzen. Also Frau Schilanek ist da schon mit im Boot, die unterstützt uns nach Kräften, möchte ich mal gesagt haben. Also das ist tatsächlich ein Modell, was wir halt für sinnvoller halten, als alles ja, frontal zu machen. Und ich kann nur zu sagen, also zu MOOCs, ich fühle mich an das Schulfernsehen aus den 60er, 70er Jahren erinnert. Klare Aussage. Zwischenmeldung. Ja, Frank Frick ist mein Name, Bertelsmann Stiftung. Ich komme hier mit dem Fokus auf mit der Frage Bildungsbenachteiligte und gibt die Digitalisierung in der Bildung dann auch neue Chancen. Was ich jetzt erlebe ist, dass alle das Wort Teilhabe im Munde führen, zum Teil auch dann Verweise auf soziale Teilhabe und Bildungsteilhabe und so weiter. Die Beispiele, die Sie genannt haben und die ich immer dann sehe, richten sich aber an die, die es sowieso immer bekommen. Also wer hat, dem wird gegeben, und Sie haben es auch mit dem Hinweis, wer nimmt an den Kursen teil, nochmal gezeigt, das sind 90-95%. Die haben schon, die wissen auch, wie sie da rankommen. Die Frage, die sich viel mehr gesellschaftlich stellt, ist, wie kriegen wir denn die anderen dazu oder wie können wir die Chancen nutzen, damit der Abstand nicht noch größer wird? Ich teile absolut Ihr Anliegen da. Bei Peer-to-Peer University muss ich sagen, wir hatten höhere Diversität in unseren Teilnehmern. Also da waren nicht alle schon Universitätsabschluss
Leute mit Universitätsabschlüssen, sondern da waren auch Leute, die zu Hause saßen und eben sich leisten konnten, zur Uni zu gehen, oder die Uni war zu weit weg. Die haben da mitgenommen. Aber das waren natürlich immer noch Leute, die hoch motiviert waren und die zumindest mal einen Zugang zu einem Computer hatten. Also ich denke, dass das schon so eine Art, so ein Spektrum ist. Ja? Es gibt nicht die, die keinen Zugang haben, und die, die Zugang haben. Und wenn man anfängt, die in der Mitte zu erreichen, das ist schon ein guter Schritt. Um die Leute zu erreichen, die... ein Beispiel noch, am Media Lab gibt es ein gutes Projekt von dem David Senge in Sierra Leone. Das ist ein Wettbewerb für junge Leute, quasi so ein technischer Wettbewerb. Da haben hunderte Leute aus Sierra Leone mitgemacht. Das wird mittlerweile auch an den Schulen da unterstützt. Und der Gewinner ist dann auch ans Media Lab eingeladen worden. Und das sind mit Sicherheit so Studenten, die jetzt zum Beispiel nie eigentlich die Chance gehabt hätten, ans Media Lab zu kommen. Also man kann mit diesen Projekten oder Wettbewerben auch solche Leute erreichen. Aber wiederum, das waren natürlich Schüler, die hochmotiviert waren, die ein Interesse hatten daran und die irgendwo auch Unterstützung hatten. Das größere Problem für mich ist, was ist mit den Leuten, die nicht wissen, wofür sie sich interessieren, die nicht neugierig sind, die kein Interesse haben schon. Und ich glaube, da braucht man was ganz anderes, als was wir im Moment unter Bildung verstehen. Also da braucht man keine Kurse, sondern da braucht man Beispiele, da braucht man Vorbilder, da muss man irgendwie ungewöhnliche Lebensläufe zelebrieren in den Medien, da muss man sehen, wie Leute, die es irgendwie, Joey Ito zum Beispiel, ist für mich eine absolute Inspiration. Da ist jemand, der hat sein Leben gelebt, absolut mit freien Ideen und Gedanken, der hat alles möglich gemacht, der hat das Internet nach Japan gebracht, der hat nie an der Uni fertig studiert und der hat es trotzdem geschafft, irgendwie sich da durchzusetzen. Und es gibt Dutzende oder Hunderte von Leuten, die das vielleicht nicht auf seinem Niveau gemacht haben, aber die das auch irgendwie für sich gemacht haben. Und ich glaube, wenn man diese Schicksale oder diese Storys mehr in der Öffentlichkeit zelebriert, vielleicht als Bildungssystem, vielleicht den Schülern irgendwie da mehr Beispiele gibt, dass die Schüler sehen, die Leute, da ist nicht jeder gleich. Ich muss nicht Anwalt werden, ich muss nicht Informatiker werden, um irgendwie da Erfolg zu haben, sondern es gibt unheimlich viele verschiedene Wege. Und dann, wenn dieses Interesse erstmal geweckt ist, dann wird alles viel einfacher. Dann kann man denen auch sagen, okay, das sind die Kurse, die ihr braucht, wenn ihr das machen möchtet später im Leben. Aber ich denke, für die Bertelsmann Stiftung wäre das vielleicht mal ein interessanter Ansatz, darüber nachzudenken, wie kann man da nicht schon mit den Kursen anfangen, sondern erstmal den Leuten quasi so eine Begeisterung für irgendwelche neuen Ideen geben. Und vor allen Dingen, das ist mit Leuten, die Eltern sind, je älter man wird, desto schwerer leider. Und das ist mit Jugendlichen und Kindern viel leichter, weil die grundsätzlich diese Begeisterung haben. Und das, um jetzt nichts Schlechtes über das Schulsystem zu sagen, aber ich glaube, in den 12 Jahren Schulsystem wird diese Begeisterung doch in der Regel in Bahnen geleitet oder vielleicht auch so ein bisschen mehr reduziert, sodass es dann, wenn man die Kinder früher findet und man guckt einfach, wofür interessieren die sich. Im Moment interessieren sich Kinder für Computerspiele. Ja, und Computerspiele sind super. Nicht damit die den ganzen Tag Computer spielen, sondern damit die überlegen, wie kann ich ein Computerspiel designen? Was heißt das, ein Computerspiel zu designen? Was ist die Physik, die dahinter steckt, wie dieses Pferd sich in dem Computerspiel bewegt? Da gibt es ja unheimlich viele Lernmöglichkeiten, aber über das Computerspiel, über dieses Interesse am Computerspiel erwischt man die quasi, denke ich. Bahngeleitet würde ich aber als eine sehr diplomatische Beschreibung des Schulsystems mal jetzt qualifizieren. Sehr vorsichtige, behutsame Einschätzung. Meine Mutter war Lehrerin, von daher, ich muss da sehr vorsichtig sein. Okay, das erklärt einiges. Eine, ich denke, letzte Frage, bitte hier vorne. Sora Maribau, Mobile Art. Also Sie haben ja dargelegt, dass Sie einerseits gegen die MOOCs fast industrielle, massenhafte Form von Informationsvermittlung sind. Kann ich einerseits nachvollziehen, andererseits teilweise nicht. Andererseits haben Sie Joey Ito und andere Persönlichkeiten genannt, die ja wieder das absolute Gegenteil, also super Individuen sind, die quasi für sich ein Programm sind, das man nicht so ohne weiteres multiplizieren kann. Forscht das MIT, das ja auch so einen sehr individuellen Ansatz hat? Das schließt ja eben auch immer andere aus. Also das MIT erlebe ich auch eher als elitäre Einrichtung, das andere ausschließt, auch wenn eben Wettbewerber und Ähnliches sind. Forscht das MIT an einem Projekt, wo man sagt, okay, Individualismus kann nicht nur lauter verschiedene Programme sein, quasi in sich geschlossene Systeme wieder, sondern können wir Individualität modularisieren, dass es nämlich auch remixbar ist, dass jeder sich in so einem kleinen Stück von Individualität wiederfinden kann und kann man daraus ein Lernsystem, ein Vermittlungssystem schaffen. Also das wäre meiner Meinung nach eigentlich
die Zielrichtung, weil es kann nicht nur diese elitären Einrichtungen geben, es kann auch nicht nur diese MOOCs geben. Also das wäre doch ein Thema, was wirklich interessant wäre, weil dann könnte jeder andocken und jeder eine Möglichkeit finden, sich involviert zu fühlen. Ja, das ist eine interessante Idee, eher als eine Frage eigentlich. Also das Media Lab forscht jetzt in dem Bereich speziell nicht, aber ich stimme Ihnen da überein, dass zum Beispiel Skalierbarkeit von Bildung eher über viele kleine Gruppen passieren sollte als über eine riesige Gruppe, weil in diesen kleinen Gruppen eben schon mehr Raum ist für diese individuellen Hintergrund, auch individuelle Interessen. Aber wenn man viele kleine Gruppen hat, erreicht man doch viele Menschen. Und zum MIT noch, das MIT ist absolut eine elitäre Institution, aber das ist elitär aus den Gründen weil es eine Campus-Universität ist. Also zum Beispiel, und einen Punkt noch, ich bin jetzt speziell am Media Lab, also ich habe auch gesagt, ich kann nicht fürs Media Lab sprechen, absolut nicht. Das Media Lab hat auch keine einzige Stimme, aber das Media Lab ist auch nochmal ganz getrennt von MIT. Also wir sind zwar Teil von MIT, aber das Media Lab spricht nicht für die Institution MIT, hat oft ganz andere Meinungen und MIT selber hat viele unterschiedliche Meinungen. Aber nochmal zum elitären Punkt ist, MIT ist die einzige, soweit ich weiß, Top-Universität in Amerika, die nur Merit-Based Admissions macht. Also es ist egal, ob mein Vater da die Bibliothek bezahlt hat oder ob mein Vater da Professor ist oder ob mein Vater da Student war. Was bei allen anderen Ivy Leagues reinzählt, MIT ist keine Ivy League-Schule, aber halt dieses Niveau Schule. Das MIT gibt keine Ehrentitel. Also und die einzige Möglichkeit, einen Titel vom MIT zu bekommen, ist dahin zu gehen und zu studieren. Also die versuchen schon, die sind natürlich elitär dadurch, dass sie eben nur eine gewisse Anzahl von Leuten aufnehmen können. Aber die versuchen schon extrem fair zu sein. Und die Idee ist natürlich jetzt, wie kann man das mehr Leuten zugänglich machen? Super. Philipp Schmidt, bevor ich jetzt sage, ganz herzlichen Dank für diesen hochinteressanten Vortrag. Letzte Frage, was machen Sie eigentlich morgen? Weil Sie müssen ja morgen wahrscheinlich dieses Postfach abarbeiten, denn ich denke mal, 70-80% werden Sie mit Fragen hier bombardieren. Nee, morgen gehe ich mit meiner Schwester Mittagessen. Also mailen Sie ihn übermorgen an. Ja? Philipp Schmidt, ganz herzlichen Dank, war hochinteressant. Bravo. So.